Kalbfleisch Leberpastete, Pactet IZ Teliatini Paket, kann man mit Kalbfleisch und Leber Schweinefleisch und Leber oder einfach nur mit Leber zubereiten. Man kann sie als reine Pastete in Aspik oder in Teig gebacken servieren. Dieses recht einfache Rezept bekommt durch die getrockneten Pilze eine beliebte ukrainische Zutat, eine aparte Note. Für 8 Personen 225 Gramm Kalbsleber, gehackt 225 ml Flühner Konsommu oder 225 ml Milchbrühe, 50 Gramm Butter, 75 Gramm Stein oder andere Röhren, 225 Gramm durchwachsener Speck. In Pilzscheiben geschnitten, 2 Scheiben altes Weißbrot ohne 1 kleine Zwiebel, gehackt Rinde, 1 Stange Sellerie, gehackt 2 kleine Eier, 1 kleine Möhre, gehackt 1 Prise Piment, 1 Lorbeerblatt, Salz und frisch gemahlene 4 Pfefferkörner schwarzer Pfeffer, 225 Gramm mageres Kalbfleisch, gehackt die Kalbsleber in einer Schüssel für eine Stunde in die Milch legen, dann die Milch abgießen und wegschütten. In eine Pfanne mit Deckel die Butter bei mittlerer Hitze zerlassen und 175 Gramm von dem grob gehackten Speck 3 bis anbraten. Zwiebel, Sellerie, Möhre, Lorbeerblatt, Pfefferkörner und Kalbfleisch zugeben, einige Minuten rühren, um das ausgelassene Fett und die Butter gleichmäßig zu verteilen. Dann die Hühnerbrühe angießen und die getrockneten Pilze hinzufügen. Eine Stunde bei geschlossenem Topf schwach kochen lassen. Die Leber hinzufügen und weitere 30 kochen lassen. Die Pfanne vom Herd nehmen. Die Brühe abseihen und das Brot darin 5 einweichen. Möglichst viel Flüssigkeit aus dem Brot auspressen und es zusammen mit dem Fleisch und dem Gemüse mit dem Schneidstab des Handrührgerätes pürieren. Die Mischung in eine große Schüssel geben. Mit den Händen die Eier, Piment und nach Geschmack Salz und weiteren Pfeffer unterheben. Den Backofen auf 180-Gasherd Stufe 4 vorheizen. Eine Brotbackform mit dem restlichen Speck auslegen. Die Fleischmischung darauf verteilen, die Oberfläche glatt streichen und die Form mit Folie abdecken. 45 bis backen, bis die Pastete schön braun ist und beim Einstechen mit einem Holzspieß nichts am Holz haften bleibt. Abkühlen lassen, aus der Form lösen und kalt stellen. In dicke Scheiben geschnitten servieren und dazu Schwarzbrot mit Butter und saure Gurken reichen. Buchweizenpfannkuchen mit Kaviar Blini Sikra. Wenn man den Teig für die Blini über Nacht stehen lässt, erhält er seinen typischen säuerlichen Geschmack. Blini lassen sich gut einfrieren und schmecken köstlich mit geräuchertem Lachs und geräuchertem Fleisch wie Schinken und Pute. Auch mit Hirtenkäse sind sie eine Delikatesse, wenn man dazu getrocknete oder frische weiche Fruchtsorten reicht.